Ja, heute will ich mal ganz gemütlich über die Sichtweise der Mehrheitsgesellschaft sprechen. Ja? Wie kommt eine Oberbürgermeisterin von Köln, Frau Reker, dazu? Ich glaube, sie hat die Demonstranten Mischpoke genannt oder so ähnlich. Ja, also wir werden heute mal versuchen, das zu verstehen, wie denn die Mehrheitsgesellschaft tickt. Ja? Und vorab nur ganz kurz wieder nochmal der Hinweis hier: Ihr Welt- und Menschenbild ist anders. Dann melden Sie sich über www.nextscientistforfuture.de an zu Telefonkonferenz-Talksendungen mit unserem Moderator. In diesen Sendungen können Ihre Sichtweise und die der Next Scientists parallel nebeneinander gestellt werden. Im Moment, vielleicht haben wir bald wieder zwei neue Talks am Telefon. Ne? Ja, und dann hier bei KenFM hieß es in einer Sendung irgendwie: Ein als Menschenfreund, Philanthrop, getarnter, superreicher Geschäftsmann, traumatisiert im Konzert mit als Wissenschaftlern getarnten Viren- und Statistikmythologen und als Politiker getarnten Pharmalobbyisten und als Journalisten getarnten Panikmachern die Welt im Namen der Gesundheit. Das müssen wir uns nochmal reinziehen. Also ist ja klar, auf wen angespielt wird. Einen Herrn mit G anfangend, ne? Ein als Menschenfreund, Philanthrop, getarnter, superreicher Geschäftsmann. Ja, getarnt. Also hier wird gesagt, oh, der Böse, ja, und der ist getarnt, ja. Der Wolf im Schafspelz, also eigentlich schon eine Beleidigung oder Diffamierung, ja. Traumatisiert, ja. Im Konzert mit als Wissenschaftlern getarnten Viren- und Statistikmythologen. Natürlich, da ist die Wahrheit drin, dass viele Wissenschaftler sich irren, weil in der Marktwirtschaft der Irrtum das Normale ist, ja. Aber diese Vorwurfshaltung ist das Problem. Es geht hier nur wieder darum, hier dieses Schlechtmachen anderer. Das ist das Problem, ne? Und als Politiker getarnten Pharmalobbyisten, ist klar, wer da gemeint ist, ein Minister fängt mit SP wahrscheinlich an. Ne? Und als Journalisten getarnten Panikmachern, natürlich haben Journalisten in der Marktwirtschaft die Tendenz, auch noch mal ein bisschen zu übertreiben und die Dramatik zu machen, weil das einfach Einschaltquote bringt. Ne? Und das ist also, das ist natürlich, aber alles ist die Folge der Marktwirtschaft als einziger Zentralursache. Das einzige Böse in dem Ganzen ist die Marktwirtschaft, aber das sagt jetzt der Sender KenFM nicht, sondern er sagt, ach, diese Menschen sind böse. Immer wieder Feindbilderzeugung. Ne? So. Und die traumatisieren die Welt im Namen der Gesundheit. Ja, sie irren sich halt, weil Marktwirtschaft bedeutet Irrtum. Wenn sie aber, wenn man die Marktwirtschaft nicht kritisieren will, dann muss man damit leben, dass es eben so ist. Ja? Also entweder wir denken über die Marktwirtschaft nach und beenden dieselbe. Oder wir müssen das schlucken, dass es halt einfach so ist. Ja? Ja, also Geld und Virus, natürlich in der Marktwirtschaft, da spielt alles um Geld. Es gibt ja eben nur die Next Scientist for Future.de auf der Welt, die völlig rausgehoben ist und rausgenommen ist aus diesen marktwirtschaftlichen Prinzipien, weswegen sie ja auch die einzigen, die sind, die taugen würden für das RKI, neue RKI und für die neue WHO, ne? Denn auch die WHO, ja, hätte ja niemals
Die WHO hätte ja auch, wenn sie gewollt hätte, mit weniger Geld auskommen können. Niemand hat sie gezwungen, Spendengelder von Bill Gates anzunehmen. Sie hätten doch einfach sagen können, dann kürzen wir unser Personal, Hauptsache wir bleiben unabhängig. Aber dazu fehlte ihnen diesen Wissenschaftlern schon allein diese Unabhängigkeitstendenz. Deswegen müssen wir noch mal ganz klar sagen, dass es die Next Scientist for Future.de gibt und den Weltrat der Weisen, ist halt eine Weltsensation, dass eine einzige Instanz auf der Welt noch existiert, die sich unabhängig gemacht hat. Während die Leute bei der WHO gesagt haben, nein, wir lassen Interessenskonflikte zu, wir beziehen Geld von allen Leuten. Und dass wir dann auch irgendwie unterschwellig anfangen, das Lied zu singen, wes Brot ich esse, das Lied ich singe, ja. Das hat man nicht als Problem gesehen. Ne? Ja, dann, ich mache das nur noch mal deutlich hier. Auch Eva Herrmann, diesmal alleine bei der Wissensmanufaktur, zitiert jemanden, der sagt, er würde ja eventuell im Privatleben einen Herrn G. Als Schwein bezeichnen, aber er tut das ja nicht, ja, und so weiter. Aber verstehen Sie, worum es geht? Es geht immer wieder darum, anstatt zu sagen, okay, die Marktwirtschaft ist das Problem und diese müssen wir beenden, mit der Wohlfühlstimme oder anderen Maßnahmen, es wird immer wieder hergestellt, aha, das sind keine Menschen, das sind Tiere, das sind Schweine, das sind Untermenschen, das sind Echsen, das sind Außerirdische oder was auch immer. Immer geht es darum, die Menschen in Heuschrecken oder was auch immer zu verwandeln, um sie dann leichter abschlachten zu können. Es sind eigentlich Tötungsvorbereitungstendenzen, wenn ich einen anderen zum Untermensch erkläre, dann fällt es ja auch nicht mehr schwer, ihn zu töten. Denn der Mensch liebt in erster Linie seine In-Group. Und wenn andere Menschen als Out-Group diffamiert werden, ne, lange genug, dann kann man die auch leichter töten. Also das Ganze ist verfassungsfeindlich. Also insofern jetzt nochmal die Perspektive von außen. Schluck Wasser, sorry. Also, wenn jemand, also erst einmal so, die Politiker erleben sich als durch Millionen von Menschen gewählte Vertreter und damit die einzigen, die natürlich das Recht haben, etwas zu sagen. Und sie glauben, dass Lobbyisten sie ihnen wahre Informationen liefern würden, weil sie eben glauben, dass die Marktwirtschaft generell nicht grundsätzlich ein System ist, das gewinnbringende Irrtümer produziert. Also wir müssen mal Verständnis aufbringen für den Mainstream. Ne? Also hier das nochmal deutlich machen. Hier ist der Früharzt, der sich nicht irrt, der sagt, ihr müsst natürlich leben, natürlich ernähren, natürlich bewegen, dann habt ihr starke Immunsysteme und habt kein Problem und braucht mich nicht. Und dieser Früharzt hier, wir haben die Bedingungen der Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, und als Rahmenbedingungen bedeutet das hier, dieser irrt sich zufällig nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion und sagt, nein, nein, ihr könnt ruhig diese ganze moderne Nahrung auch essen, das ist nicht schlimm, die ist genauso gesund wie das andere und so weiter, wie das Naturbelassene, könnt ihr problemlos essen. Eure Krankheiten kommen durch Gendefekte, durch einen Mangel an Impfungen, durch einen Mangel an Tests, Operationen, Bestrahlung, Chemotherapien und die verkaufe ich euch und dann könnt ihr ganz gesund sein und ganz lange leben und so weiter.
Und dieser Irrtum rechnet sich einfach unter Bedingungen der Marktwirtschaft. Es ist also immer die Wahrheit rechnet sich nicht, der Irrtum rechnet sich. Und dann kann dieser hier zwei Kinder ernähren, drei Enkelkinder, zwei Urenkelkinder, eine Großfamilie der Medizinprofessoren entsteht. Und wenn jetzt dann die Lobbyisten sozusagen der Medizinindustrie zu den Politikern gehen, dann denken die Politiker, sie würden wahrheitsgemäß informiert werden, weil sie ja nicht verstehen, dass in der Marktwirtschaft immer der Irrtum gewinnt, weil er zu mehr Umsatz führt, auf Kosten der Menschen führt. Und das bedeutet eben, dass dieses mangelnde Verständnis der Gefährlichkeit der Marktwirtschaft ist ja aber eben der Mainstream. Also von daher glauben ja die Politiker, dass die Lobbyisten ihnen wahre Informationen bringen, weil sie nicht verstehen, dass die Lobbyisten immer nur die Irrtümer der Branchen, die sie vertreten, bringen können. Und dadurch glauben auch die Leute, ja, Demonstrationen ist ja schön, dass es das Recht gibt, aber Demonstranten, das sind immer ein paar Promille der Gesellschaft in Köln, was weiß ich, oder in Stuttgart über 10.000, das wären von der Bundesrepublik Deutschland oder vom gesamten Raum Stuttgart oder Land Baden-Württemberg wahrscheinlich ein paar Promille von ein paar Promille der Bevölkerung. Und dass die sich sozusagen, dass sich ein paar Promille der Bevölkerung fantasieren als wir sind das Volk, da denkt natürlich der normale Politiker völliger Quatsch. Das sind absolute Minderheiten, die halt bei uns ein Demonstrationsrecht haben, um auf ihre Minderheiten Meinung aufmerksam zu machen, aber immer unter Bedingungen, wenn wir gerade es doch mit einem vermeintlichen Killer-Virus zu tun haben, mit einer Pesterreger, mit einem Ebola-starken Corona-Erreger. Also da die Leute doch so denken und das wirklich glauben, ist es doch für die so, dass für die Demonstranten selbstverständlich Kriminelle sind. Denn was sollen sie auch anders sein? Das sind Kriminelle, die riskieren, dass es zur Ausbreitung eines Killer-Erregers kommt, der dann andere unschuldige Menschen tötet aus ihrer Sicht. Und damit sind das ja eigentlich schon fast Mörder. Ja? Und so sagt dann die Oberbürgermeisterin Henriette Reker, ja, das ist eine Mischpoke, die da demonstriert hat. Ja, und das versteht dann wieder der Olli nicht mit seinem Sender, ja, weil er eben es gar nicht versteht und kein Gefühl hat dafür, wie die Mehrheit denkt. Die Mehrheit glaubt an die Marktwirtschaft. Die glaubt, sie kriegt von Ärzten Wahrheit statt Irrtümer. Wir wissen, es sind Irrtümer, die sie kriegen. Aber sie selbst, die Politiker, glauben doch, sie hätten Wahrheit bekommen. Und die Journalisten glauben auch, sie hätten Wahrheit bekommen. Und jetzt haben wir doch bitte Verständnis dafür. Deswegen sage ich ja, Demonstrationen sind uninteressant. Ich würde sogar sagen, wir sollten diese Demonstrationen ablehnen, denn es ist einfach nicht rücksichtsvoll, Leuten der Mehrheit der Gesellschaft, die panische Angst vor einem vermeintlichen Killer-Virus nun mal hat, so rücksichtslos zu sein, dass wir mit den Demonstrationen denen zeigen, ja, ist uns egal, ob ihr dann verreckt, ja? Denn in deren Vorstellung geben die Leute bei den Demonstrationen ja das Killer-Virus weiter. Und am Ende werden auch die normalen Bürger dadurch getötet, dass eben das Killer-Virus sich wieder stärker ausgebreitet hat. Und damit sind für den Mainstream die Leute, die jetzt demonstrieren, einfach nur Verbrecher, Mörder. Ja? Bitte haben wir doch dafür Verständnis und stellen diese blödsinnigen Demonstrationen ein. Ja? Also das ist ein so egozentrisches Bild,
nur wir haben Recht und die anderen haben kein Recht, sich zu irren. Aber Demokratie besteht daraus, dass auch die anderen Menschen das Recht haben, sich zu irren. Und leider irren die sich, indem sie die Marktwirtschaft für gut halten. Und das ist ja leider das Dilemma. Wir können sie doch nicht dazu zwingen, zu erkennen, dass die Marktwirtschaft das Problem ist und diese Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtümer in der Medizin ganz normal sind, weil sie zum Geschäft gehören. Und deswegen jeder Medizinstudent das mit der Muttermilch quasi einsaugt. Die tiefe Überzeugung, dass das Terrain und der Lebensstil völlig unwichtig ist. Essen Sie ruhig, was Ihnen schmeckt sozusagen. Sondern nur die Arbeit gegen den Killer, gegen Killererreger, das machen, können wir nur schaffen mit Impfungen und Medikamenten und so weiter. Ja? Und die glauben das wirklich. Und ja, also es ist eben eine Frage der Intelligenz und das ist halt das Dilemma. Aber wir können doch sozusagen, wir müssen doch Rücksicht auf die Mehrheit und deren Unwissen nehmen. Na, Schluck Wasser. GMX zum Beispiel, deswegen ist es auch verständlich, dass GMX sowas schreibt wie die Attilas. Attila Hildmann, Veganer ist wohl gemeint, ne? Kens, KenFM, ja? Und Xaviers, wahrscheinlich Xavier Naidu gemeint, ja? Das, die werden da so, ja, als die Aussätzigen hingestellt. Ja, ist ja auch richtig irgendwo, denn die sind ja total rücksichtslos. Die nehmen ja keine Rücksicht auf die Irrtumswelten, in denen sich die Mehrheitsgesellschaft befindet. Wir können doch nicht hingehen und sagen hier, wir machen unser Ding und was die Mehrheitsgesellschaft ist, will, das brechen wir in verfassungswidriger Weise. Nein, wir müssen doch, wenn, dann müssten alle, wenn bei Attila Hildmann, bei KenFM und bei Xavier Natur irgendetwas Vernünftiges wäre, dann müssten sie hingehen. Ja, Leute, die Next Scientists for Future.de beweisen uns ja wissenschaftlich, dass die Marktwirtschaft uns alle in die Irre führt und mit Irrtümern überschüttet, mit gewinnbringenden Irrtümern. Wir müssen die beenden und deswegen müssen wir darüber diskutieren. Ne? Freundlich mit den Mainstream-Leuten diskutieren. Stattdessen haben sie wirklich ihre persönlichen verrückten Theorien, ja, die einfach ja, weltfremd sind, realitätsfern, rücksichtslos, egozentrisch. Und ja, und ja, dann weiter mit dieser Gegenseite, ja. Ja, liebe Verschwörungstheoretiker also. Ja, ihr liegt daneben. Nehmt Rücksicht auf die Denkwelten, in denen sich der Mainstream befindet. Ja, ihr beschimpft andere Menschen, ihr baut Hass gegen andere Menschen auf, ihr erzeugt Feindbilder, ihr seid zutiefst verfassungswidrig. Ja, und von daher kann ich eigentlich nicht widersprechen, wenn man euch mit Verschwörungsmythologen und mit Verschwörungstheoretiker beschimpft. Ja, ich muss es jetzt mal wirklich so deutlich sagen. Ja, also, was mir nicht so leicht fällt, weil natürlich sehen wir die ganze Welt kritisch. Aber wir sehen halt, dass sich die Reichen und all die irren, weil man in der Marktwirtschaft hier, man kommt hier durch diesen marktwirtschaftlichen Wettbewerb nur durch, wenn man sich geirrt hat. Und wenn man mit Irrtümern die eine Gehirnwäsche der Weltbevölkerung vollzieht und als Resultat der Gehirnwäsche kommt raus, dass die Menschheit zur Kundschaft wird. Nur so konnte man in dem Wettbewerb überleben, denn der Arzt, der in der Wahrheit lebt, der kann keine Massenkundschaft erzeugen, weil er den Menschen ja
einen wahrheitsgemäßen Rat gibt, wodurch sie ihn gar nicht brauchen. Und dadurch kann er ihnen nichts verkaufen. Ja? Schluck Wasser. Ja, also deswegen müssen wir uns doch jetzt, so gern ich natürlich auch kritische Gedanken höre, muss ich sagen, aber die Grundhaltung, die hinter all diesen Kens und Attidas und Xaviers und so weiter steht, ist nicht nur verfassungsfeindlich, die ist einfach, ist natürlich auch wieder ein Irrtum, aber das ist die übelste Form von Irrtum, die man haben kann, ja? Nämlich Hass gegen Menschen aufzubauen, Feindschaft gegen Menschen zu sehen. Also um es nochmal ganz deutlich zu sagen, wer unsere Milliardärskönige nicht liebt, sondern gegen sie kämpfen will, das ist ein Verfassungsfeind. Weil wie will er gegen sie kämpfen? Am Ende bleibt ihm ja nichts anderes übrig, als sie umzubringen. Denn was soll er denn sonst machen? Ja? Also wozu dienen denn diese ganzen Feindbilder, die sie, die Milliardärskönige zu Untermenschen erklären, zu Nichtmenschen, zu Reptiloiden, zu Außerirdischen, zu, ja, zu irgendwelchen bösen, bösen, bösen Kräften oder sonst etwas bezeichnen? Wo soll denn das am Ende enden, außer in einer Ermordung, wie zum Beispiel die Zarenfamilie abgeschlachtet wurde damals in der russischen, sogenannten russischen Revolution? Schluck Wasser. Also, um den Zuschauern das ganz klar zu sagen, hier ist kein Platz in diesem Sender für Hass gegen Menschen, für Feindschaft gegen Menschen. Gehen Sie zu den anderen Sendern, wo Hass gepredigt wird, wo Hass geschürt wird und wo Gewalt geschürt wird und wo Straftaten begangen werden und so weiter. Hier ist es so, hier ist der absolute Frieden. Wir wollen den friedlichen Weg in eine urmatriarchale, urkommunistisch, ursozialistisch, idealplanwirtschaftliche, postmarktwirtschaftliche, postkapitalistische Gesellschaft. Aber doch nicht mit irgendwelchem verfassungsfeindlichen Quatsch. Ja. Natürlich auch diese ganzen Verschwörungstheoretiker, liebe Verschwörungstheoretiker, ihr irrt euch halt, ja, dann gebt euch jetzt mal Mühe und versucht es hier zu verstehen, was ihr nicht versteht, nämlich, dass es nur eine einzige böse Sache in der Welt gibt. Und das ist das System Marktwirtschaft. Statt das System Marktwirtschaft zu kritisieren, schürt ihr Hass gegen Menschen und erzeugt Feindbilder. Ja, dann war bei der liebe Verschwörungstheoretiker in dem Artikel dieses mit dem einen Professor, der so über die euch als Verschwörungsmythologen geschrieben hat, ne, oder sich geäußert hat, der hat noch einen wichtigen Punkt gesagt. Ein Riesenfaktor ist nicht nur dieses Gut und Böse und um die Welt einteilen in Gut und Böse und dann irgendwie Feindbilder erzeugen, sondern eben auch noch die Überschätzung der eigenen Kompetenz. Ja, ich darf euch sagen, liebe Verschwörungstheoretiker, ihr seid wissenschaftliche Hobby-Anfänger. Ihr habt von nichts eine Ahnung. Und deswegen kommt ihr ja zu solchen Feindbildern und zu solchen Hassparolen und so weiter. Und zu dem Menschen, den Menschenstatus absprechen und sie als Untermenschen behandeln, ja? Es liegt daran, dass ihr unheimlich ungebildet und eine unheimlich geringe Intelligenz habt. Und das ist euer Problem. Ne? Schauen wir es uns gerade mal an. Ja. Ihr glaubt, das ist diese Selbstüberschätzung, ihr glaubt, ihr würdet hierhin gehören. In Wirklichkeit gehört ihr bildungsmäßig und intelligenzmäßig hierhin. Ja. Ihr gehört zu der Dumpfbackenmasse sozusagen. Ja, die nicht bis drei zählen können. Deswegen
habt ihr ja auch eure Verschwörungstheorien, ne? Weil ihr wissenschaftlich viel zu faul seid, wissenschaftlich zu denken und sich euch mit Wissenschaft auseinanderzusetzen, zu diskutieren, zu lernen. Ihr wisst doch schon alles, diese Überschätzung, ja, also die Überschätzung der eigenen Kompetenz, hat dieser Professor richtig gesagt, ja. Und das ist eben die Sache. Ja, zwischendurch nochmal, Belarus war Thema, Weißrussland. Ja, Weißrussland und Schweden, also Weißrussland ignoriert ja total das Coronavirus und das wird sich am Ende als der richtigste Weg erwiesen haben, denn ich habe ja schon gesagt, die Schweden haben eine ganz normale grippale Wintersterblichkeit akzeptiert dieses Jahr. Ich habe ja vorgerechnet, dass die auch nicht höher ist als die Wintersterblichkeit, die wir in Deutschland 2017-18 hatten. Also, und wahrscheinlich wird sich am Ende herausstellen, dass Weißrussland noch besser gefahren ist, weil sie das Virus noch stärker ignoriert hat. Und am Ende wird sich herausstellen, dass außer einer ganz normalen grippalen Wintersterblichkeit Weißrussland wahrscheinlich überhaupt keine Probleme hatte, außer durch die Angstmache und Panikmache aus dem Ausland, aus dem Rest der Welt, was ja nicht spurlos an der Psyche der Weißrussen vorbeigeht, ja, und gegangen ist. Aber darüber, da wäre ich mal gespannt auf schon die schwedischen Zahlen zeigen, dass sie mit einem Bruchteil unserer Maßnahmen einfach nur genau die gleiche Todeszahl haben, wie wir sie hatten, verglichen mit 100 auf 100.000 Einwohner. Im Jahre 17-18 in der Wintersterblichkeit. Und da haben wir kein Wort drüber verloren. Und in Schweden haben die nur diese gleiche Sterbezahl, obwohl sie doch geschädigt sind, wirtschaftlich geschädigt sind, weil der Rest der Welt verrückt geworden ist, also sich den Irrtümern angeschlossen hat, den gewinnbringenden Irrtümern. Und dem sogenannten Fehlalarm. Und aber einen Schluck Wasser. Ja, um das nochmal ganz deutlich zu sagen. Wieso kritisiere ich einerseits und sage, Schweden und Weißrussland haben richtig gehandelt? Ja, der Unterschied ist, dass der Verschwörungstheoretiker sagt, der Rest der Welt hat falsch gehandelt, weil böse Menschen am Werk sind. Und ich sage nur, nein, der Rest der Welt hat falsch gehandelt, weil sie an die Marktwirtschaft glauben und weil sie nicht sehen, dass die Marktwirtschaft gewinnbringende Irrtümer produziert. So, Schluck Wasser nochmal. Also, wenn ich Belarus und Schweden lobe, dann nur, weil die zufällig es geschafft haben, zu erkennen, dass es eben in der Marktwirtschaft auch mal vorkommen kann, dass man in die Irre geführt hat, wird der schwedische Chefdenker, wurde ja selbst bei der Schweinegrippe in die Irre geführt, hat die Impfschäden vieler Menschen zu verantworten gehabt und hat deswegen erkannt, hoppla, ich hätte vorsichtiger sein sollen. Ich sollte nicht alles glauben, was von der Medizinindustrie an Irrtümern an mich herangetragen wird. Ja? Und da ist er schon auf dem halben Weg zu den Next Scientists for Future. Ne? Aber wir haben eben gar nichts mit den Verschwörungstheoretikern am Hut, liebe Verschwörungstheoretiker, denn ihr lieben Verschwörungstheoretiker, ihr macht immer, anstatt zu sagen, die Marktwirtschaft ist an allem schuld, sagt ihr immer, ja, böse Menschen sind an allem schuld. Und das ist unter aller Kanone. Ja? Also bildet euch weiter, kommt zu einem Talk am Telefon und dann diskutieren wir die Dinge aus und dann führe ich euch mal in die Wissenschaft ein. Ja?
in Naturwissenschaft ein. Ja, sogar Geistliche haben sogar einen Schuldvorwurf gemacht, ja. Auch wieder, anstatt zu sagen, ja, die Marktwirtschaft müssten wir überdenken, ja, kam dann von den Geistlichen, ja, unter dem Vorwand, ja, also Vorwand, also wieder böse Menschen, böse Absicht. Und dann wurde das Wort genannt Kräfte, ja, da ist ja wieder böse Kräfte gemeint oder Panik erzeugen, ja. Also wieder so auch die Geistlichen mit, ah ja, diese bösen, bösen Menschen. Ja, wieder, immer wieder dieses Feindbild. Ja. Tja, die Frage ist wirklich, ob wir nicht irgendwann die USVWW bräuchten, also die United States of Western World. Aber dazu müssten jetzt endlich mal wir die United States of Northern Europe bekommen und dann vielleicht die United States of Southern Europe. Und dann müsste man von da aus sich gucken, ob man sich noch weiter hangeln kann, ob man dann, was weiß ich, die United States of Europe, USE, machen kann, ja, und so weiter. Und dann müsste man gucken, ob man sich mit den United States of America verbinden kann zu den United States of Western World. Ja, aber, und da sind wir, haben wir immer noch nicht die United States of Earth, USE. Das ist sicherlich noch ein langer Weg. Erstmal sollten wir Germany first, Europe first, erstmal nur darum kümmern, dass wir die Marktwirtschaft überwinden und dass der Rest der Welt vormachen, wie dadurch ein Wirtschaftswunder entsteht. Ja? Und noch für all die Verrückten formuliert, selbstverständlich ist die schlechteste Gesellschaftsform der Stalinismus, Honeckerismus, Maoismus und so weiter. Das ist die allerschlechteste Gesellschaftsform und die zweitschlechteste ist die Marktwirtschaft, der Kapitalismus und die postmarktwirtschaftliche Gesellschaft der Next Scientists for Future.de ist etwas völlig anderes, eine ganz andere Welt. Ja. Ja, KenFM hatte in einer Sendung über 3 Millionen Klicks, ne? Auch wieder nur mit dieser Formulierung, der böse, böse Gates, ne? Ja, Feindbilderzeugung, Verschwörungstheoretiker, ne? Müssen wir uns ganz klar von distanzieren. Ja, und wir haben ja jetzt auch gesehen, diese Sektiere, nenne ich sie ja auch, Verschwörungstheoretiker, Sektiere, Linkssekten, Rechtssekten, was auch immer. Die reden ja auch nicht mit anderen, die wollen ja auch, dass ihre Sektensicht nicht, darf ja nicht angegriffen werden. Ne? Die wollen ja ihre Sektensicht behalten. Ne? Sind die Sektengurus, also KenFM und so, das sind alles Sektengurus. Ne? Die gar nicht eine wissenschaftliche Diskussion über den besten Weg der Menschheit wollen. Ne? Die Chance dazu hätten sie ja ganz oft schon gehabt. Ja, in der klassischen Tagesschau zeigten also gestern Abend KenFM als Hauptverschwörungstheoretiker. Ja, und das Dumme ist, ich kann ihnen nicht widersprechen. Ja, liebe Verschwörungstheoretiker, das habt ihr euch selbst eingebrockt, weil ihr euch einfach gnadenlos und rücksichtslos und respektlos gegen die Mehrheitsirrtümer stellt und selber aber auch im Irrtum seid und nicht erkennt, dass die Marktwirtschaft das Problem ist. Ne? So, GMX hat geschrieben, Europa sperrt auf und Never Forget Niki verleumdet Merkel.
indem er sie beschimpft mit Verbrechen gegen das deutsche Volk, also auch wieder Verschwörungstheoretiker. Ja, wieder ist der böse Feind, der Feindbild Merkel, ja. Sie hätte Verbrechen begangen, das nennt man, glaube ich, eine Falschbeschuldigung oder eine Unterstellung einer Straftat gegenüber unserer Kanzlerin. Oder wie nennt man das? Verleumdung oder da, die Juristen wissen das genau, wie das heißt, ja. Aber das ist, was Never Forget Nikki gemacht hat, ist eine Straftat und da müsste er eigentlich sein Sender gesperrt werden, ne? Denn das sind kriminelle Taten. Also das ist sind Straftaten rund um die Verleumdung. Das ist auch der Versuch einer Rufschädigung, eines Rufmordes. Ja, und es entspricht vor allem nicht den Tatsachen. Frau Merkel tut das, wovon sie, von dessen Wahrheit sie überzeugt ist. Dass sie eventuell Irrtümern glaubt, das müssten wir alle ihr nahe bringen und dafür sie wissenschaftlich weiterbilden, statt sie zu beleidigen und zu beschimpfen und zu verleumden. Ne? Ja, so viel, liebe Verschwörungstheoretiker, hört auf damit, fangt an, über Wissenschaft zu diskutieren, über Naturwissenschaft zu diskutieren, erkennt endlich, dass nur die Marktwirtschaft unser aller Problem ist und es kein anderes Problem gibt. Ja, und macht euch noch einmal klar, dass euch jegliche Rücksichtnahme und jegliche Rücksicht auf die Mehrheitsmeinung fehlt und dass ihr sozusagen euch selbst in größenwahnsinniger Weise und wie war das, Überschätzung eigener Kompetenz für die einzigen Vertreter von Wahrheit haltet in eurem Hass auf angeblich böse Menschen. In Wirklichkeit seid ihr einfach nur Verfassungsfeinde und letztendlich auch, wie ich eben ja gezeigt habe, letztendlich auch Kriminelle. Und dass deswegen natürlich, wenn man überlegt in der Gesellschaft, letztendlich müsste die Mehrheitsmeinung dahin gehen und einfach mal den Verfassungsschutz all das analysieren lassen. Und wenn der Verfassungsschutz zum Beispiel jetzt eine Strafanzeige gegen Never Forget Nikki machen würde, wegen Falschbeschuldigung oder Unterstellung einer Straftat gegenüber Kanzlerin Merkel, ja, dann muss das halt auch konsequent verfolgt werden und dann muss so jemand natürlich grundsätzlich gesperrt werden, weil Verfassungsfeinde, die also Straftaten begehen, haben nun mal in Deutschland, dürften keine Narrenfreiheit mehr haben. Also von daher muss ich sagen, lieber Verfassungsschutz, ja, analysieren Sie doch gerade mal, was all diese Verschwörungstheoretiker alle so von sich geben, ne? Und wo sie sozusagen zum Hass gegen Menschen aufrufen, wo sie Menschen in krimineller Weise verleumden und Rufmord begehen und so weiter, ja. Und führen sie generell auch ein knallhartes Strafrecht im Internet ein, ja. Und dann kriegen wir das Problem in den Griff. Also noch einmal, ich kritisiere diese Gesellschaft extrem. Aber ich sage, wir haben es nirgends mit bösen Menschen zu tun. Das Einzige, was böse ist in der Welt, ist das System Marktwirtschaft. Auch Dr. Krall ist nicht böse. Er glaubt halt einfach als Ideologe des freien Marktes. Er glaubt halt einfach Irrtümer. Aber er ist doch nicht böse deswegen. Ja? Niemand ist böse. Das einzige Ding, das böse ist, ist die Marktwirtschaft. Bis bald. Tschüssi.